So, dann geht's weiter mit der nächsten Runde auf Ghostfly. Heute ist ein bisschen früher. Es gibt tatsächlich mal Tage, wo ich auch mal früh aufnehme und nicht irgendwie erst mitten in der Nacht oder so. Ich weiß allerdings nicht, ob es besser ist als in der Nacht, denn ich habe gefühlt nichts gepennt, habe ja irgendwie Kopfweh und Schwindel, keine Ahnung. Ja, was weiß, kann man nichts machen. Amplis, da kann man was machen. Das sollte man was machen. Ohne Amplis ist die Sache mit dem Level nämlich gar nicht mal so witzig. Okay. Ich glaube, ich nehme direkt was ein. Oder nehme ich direkt was ein? Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich nehme mal kurz was ein. Moment. So, sicher, sicher. Nicht, dass er wieder irgendwie übertrieben krass wird. Und das ist auch nicht so geil. Okay, 87%. Wir kommen langsam der ganzen Sache relativ nah irgendwie, muss ich schon echt mal sagen. Das ist, ja. Es wird. Ja, ich habe auch wieder Bock, dann die Dungeons zu farmen und so weiter. Ich hätte auch generell Bock, eigentlich jetzt schon die Dungeons zu farmen, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten, ja, ich weiß nicht. Könnten auch mal so einen kurzen Abstecher machen oder so. Wäre auch eine Idee. Ja, kein Plan. Bin mir noch nicht ganz sicher. Alter, es kam mir gerade mit Zahnarztrechnungen an. Ich muss euch sagen, ich weiß nicht, ist es normal? Also ich habe wirklich mal die Frage, so ist es wirklich normal? Also bei mir waren es, glaube ich, jetzt 100 Euro. Also es kommt halt ständig eine Rechnung von 50 Euro, 100 Euro, keine Ahnung. Mein Stiefvater war auch letztens, der hat einfach eine Rechnung von fast 500 Euro bekommen. Ey, das kann doch nicht sein. Also, es gab ja diese Saga immer, ja, so die Amis, und wenn die einmal zum Zahnarzt gehen, dann zahlen die 10.000 Euro und so. Also ich komme jetzt nicht auf 10.000 Euro, aber also ich komme trotzdem auf Werte, die wirklich absurd hoch sind. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt bestimmt schon bei, ich kann dir nicht mehr sagen, 400, 500, 600 Euro bestimmt schon. Vielleicht bei 700 Euro und ich bin nicht fertig. Und das Ganze mit Zahnzusatzversicherung, ja. Also das will ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Das ist mit Zusatzversicherung. Und ich meine, okay, gut, ist natürlich jetzt noch nicht abgezogen davon. Aber auch nach der Zusatzversicherung zahle ich immer noch 50% oder 40% Minimum. Nee, mehr. Ich zahle mehr als die Hälfte, glaube ich. 60% eher, würde ich sagen. Also es ist wirklich absurd irgendwie so, okay, du zahlst eine Krankenversicherung, du zahlst eine Zusatzversicherung und effektiv zahlst du trotzdem noch Hunderte von Euro. Oder im Fall von meinem Stiefvater, wo er irgendwie eine Brücke braucht und so, halt irgendwie mal 500 Euro oder so. Und das ist auch nicht alles, die haben mittlerweile, glaube ich, schon 2.000, 3.000, 4.000 Euro beim Zahnarzt gelassen. Ich meine, das kann es doch nicht sein, das ist doch verrückt. Also, einfach nee, und wirklich alles Mögliche, was ich brauche. Ich muss alles selbst zahlen. Wenn ich auch irgendwie eine Salbe brauche oder so, weil meine Haut halt wieder am Abkacken ist, oder am Abfacken ist, dann muss ich das auch selbst zahlen. Die kostet, boah, die große Tube, ich weiß gar nicht mehr, 30 Euro? Das ist, kurz mal was anwarten. Oh Gott. Alter, wer. Oh Gott, ey. Schreibt mir ein Kumpel. Oh. Er fragt mich, ob ich einen Threads-Account habe. Oh. Das tut weh.
Er wollte keinen Discord-Account, er wollte auch keinen anderen Account haben, aber macht sich einen Threads-Account. Aua. Aua, aua, aua. Nein. Naja, auf alle Fälle, er hat halt irgendwie schon 1000 Euro jetzt gelassen. Also ich weiß, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da war es glaube ich generell ein bisschen mehr, da waren es glaube ich 1700 Euro. Dieses Jahr war auch schon ein paar Mal. Letzte Rechnung, die ich jetzt gerade mal zufällig gesehen habe, wie gesagt, waren 500 Euro. Also es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Also du wirst halt wirklich arm, wenn du zum Zahnarzt gehst. Oder wenn du generell irgendwelche medizinischen Probleme hast. Ich meine, ich weiß nicht, wo unsere ganzen Krankenkassenbeiträge drin versumpfen. Das kann ja wirklich nicht sein. Also ich glaube, Deutschland hat mitunter einer oder sogar die höchsten Sozialabgaben weltweit. Oder zumindest unter den OECD-Ländern. Also, what the fuck, wo geht bitte unser Geld hin? Ich sehe schon wieder irgendwie einen ich sehe schon wieder Friedrich Merz vor mir, der sagt, die Ukrainer lassen sich die Zähne machen. Aber ich meine, jetzt mal im Ernst, wird das denen selbst, also wird das denen tatsächlich bezahlt? Also die müssen doch dann auch wahrscheinlich einen Haufen selbst drauf zahlen, oder? Also natürlich wahrscheinlich weit weniger, als wenn die halt das komplett selbst zahlen müssten. Aber trotzdem. Ich meine, what the hell? Das ist einfach nur krank. Ah. 13% gestattet habe ich schon. Genau, okay. Wann kriege ich die nächsten Skills? Auf. Hä? Warte mal, 120 und Spirit Level so und so. Ja gut, wie du machst, egal. Kann man das Spirit Level mit 120 leveln? Aber wo wär das Spirit Level jetzt wieder? Ich sehe hier nirgendwo eine Anzeige für Spirit Level. Alter, dieser Server. Ah, Infos, bitte. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Also ich dachte mir, ich muss 130 machen und dann kann ich die Spirit Level hier machen. Oder jetzt doch nicht, oder was? 1 bis 17. Ja, aber was würde ich denn hier leveln? Ich habe keine zweite XP-Leiste oder so. Wo oder wie würde ich das denn jetzt hier leveln? Ich verstehe das alles nicht, Mann. Es ist so verwirrend. Ich komme einfach nicht mit. Dieses Server verwirrt mich wirklich aufs Härteste. Ich meine, es gibt da sogar so einen kleinen Guide, der ab und zu mal aufploppt. Aber da stand auch nichts von Spirit Level drin. Also ich denke mal, dann kann ich noch keine Spirit Level leveln. Aber warum steht hier 120 und Spirit Level so und so? Ey, ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Also irgendwie ist mir das alles zu hoch hier. Okay, 20%. Eieieiei. Kann man nicht Food kaufen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Pillen kann man kaufen? Ja, ich denke, Food kann man auch kaufen, oder? Müsste man nachschauen. Was geben wir in XP? Oh, weniger. 0,2 nur noch. 0,21.
Es wird grindy. Wie lange geht das Ticket? Von bis 129, okay. Also das heißt, wir müssen bis 130 leveln. Das wird sich dann, glaube ich, schon noch ein bisschen ziehen. Also ich meine, 500 Mobs für ein Level aktuell. Ja, wird langsam ein bisschen knackiger. Das heißt, wenn hier auf alle Level noch einzufolgen mit Verbringen, mit Leveln. Aber das, glaube ich, ist auch ganz okay. Also mich stört das Leveln hier eigentlich nicht wirklich. Die Fortschritte sind noch da, man sieht die und so. Ich meine, klar, das ist halt, ja, ist halt schon, man ist halt schon viel mit Leveln beschäftigt. Also viel mit Mobs killen und so. Aber gewissermaßen ist es halt eigentlich auch okay. Ich weiß nur immer noch nicht genau, wie man hier halt farmt. Das stört mich halt gerade aktuell. Wie farmt man Geld? Wie kommt man an Geld? Also ich meine, es gibt hier keinen anderen Spieler mehr. Das heißt, ich muss alles selbst farmen. Ich kann auch nichts verkaufen oder kaufen. Ich muss das upgraden und so. Und wie krieg ich Geld zum Upgraden, wenn ich halt... ja. Ach man. Mach ich vielleicht einfach irgendwas falsch oder so? Ich weiß es ja nicht. Ich habe gerade ein Gamer Guide Video aufgenommen. Ich bin echt gespannt, wie es ankommt. Ich bin echt sehr gespannt. Ich meine, meine Videos sind natürlich immer ein bisschen konfrontativ, sind aber es war auch gewollt. Was heißt gewollt? Ich glaube, manche Themen sind einfach, die entwickeln sich einfach so, die werden einfach emotional. Und ja, gerade das Thema Gamergate und so. Ich meine, mich persönlich regt das einfach aktuell nur noch auf. Also, nicht, dass es generell existiert. Also, natürlich generell schon mal, dass es überhaupt existiert. Also, dass man wirklich halt darüber sprechen muss, dass es gut oder schlecht ist. Oder ob es gut oder schlecht ist. Wenn halt haufenweise... Spieler im Prinzip halt, naja, ich sag jetzt mal, entweder Ideologien integrieren oder halt wirklich, ja, halt alles politisieren. So, ich meine, warum muss das in Spielen sein? Ich meine, ein Let's Play und so. Klar kann man jetzt sagen, so, du machst das doch auch. Ja, mache ich, ab und zu, aber halt auch nicht ständig und auch nicht immer. Und das Ding ist, solche Themen kommen dann mehr ein bisschen aus dem Affekt. Oder weil man halt eben gerade, was einfach aktuelle Themen zum Beispiel sind. Aber halt nicht jetzt einfach so, weil Baum. Also ich meine, so ein Spiel entwickelt man über Monate, Jahre eigentlich, ja. Und ich meine, das ist keine Entscheidung aus dem Affekt raus, dass man sagt so, yo, jetzt hier erstmal 25 Pride-Flaggen rein oder so. So wie Pacific Drive. Also das ist es ja nicht. Das es ist nicht vergleichbar eigentlich, finde ich. Ja, und vor allem die Spieler werden einfach schlechter dadurch. Das ist auch wirklich das, was auch wirklich die meisten Leute stört. Selbst Leute, die sagen so, ja, ich stehe dahinter, ich finde das generell ja gut und so. Aber das Problem ist immer wieder, die Spieler werden schlechter. Die werden einfach schlecht und schlechter. Und das stört dann eben doch sehr, sehr viele Leute. Dann... Sondern Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel ist es einfach nicht mehr das, was es mal war. Und wenn du dann siehst, ja, hier Sweet Baby Inc. war involviert. Und auch alle anderen Games, wo die involviert waren, sind fast alle schlecht. Tja. Bisschen problematisch vielleicht. Naja, 40%. Oh ja, die XP gehen schon echt ziemlich runter. Die XP gehen richtig, richtig runter.
Boah, also stell mir vor, irgendwie, es kam GTA 6 raus und die kündigen so an, so ja, hier bei uns, wir hatten, bei uns war auch Street Baby Inc. beteiligt. Holy shit. Dann, glaube ich, bricht die Welt zusammen. Also dann bricht die Welt der Gamer und die Gaming-Welt, glaube ich, zusammen. Dann, puh. Ich glaube, das wäre krass. Nee, Buffs sind aus. Warum ist Buffs aus? Okay, schau mal kurz nach. Nach Flak. Bin ich gerade gecrashed? Nee. Oh, hier gibt's Buffs. Hier gibt's Buffs. 5% Attack. Gab's noch mehr, oder? Was andere Wings gab's noch? Hier. Achso. Naja, okay, gut. Das macht den Braten jetzt nicht gerade heiß. Ach ja, lass uns mal ganz kurz schnell was probieren. Lol, was? Die haben einfach Flares kopiert? Uff. Ich meine, okay, es ist schön. Es ist grundsätzlich schön gemacht und so. Ja, okay. Ja, okay. Ist ein PS4. Cool, 30er Mobs, geil. Es ist einfach toll. Warum mache ich denn kein Damage? Ist das normal? Spirit Level 1 haben die. Und jetzt? Hä? Gibt's hier irgendeine Anzeige, die ich gerade nicht kenne? Season Pass. Kein Plan. Einfach kein Plan. Okay, was haben wir sonst noch hier? Kann man so irgendwie Eier kaufen oder so? Ich will ein Pad ziehen. Gibt es hier keine Pads? Das ist irgendwie ein bisschen mau. Hier ist auch kein Pad. Was haben wir hier? Naja, gut, okay. Ich beende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.